Freunde, heute mache ich einmal ein etwas gruseliges Video. Ich werde euch jetzt eine Geschichte erzählen, die sich wirklich so in den letzten Wochen zugetragen hat. Bis gleich. So, also heute geht es um Salzburg, um wirklich einen sehr mysteriösen Fall. Folgendes ist in den letzten Wochen passiert. Es ist eine sehr seltsame Selbstmordserie aufgetreten im Bezirk Dennengau. Und in diesem Bezirk leben nicht sehr viele Leute. Was leben für Leute? Leben da 59.000 Einwohner. Okay. Das im Internet recherchiert, immer das ausgeschrieben. Okay, jetzt folgendes. Kurz euch das an, es ist wirklich sehr, sehr mysteriös. Also die Menschen in Dennengau stehen wirklich vor einem Rätsel. Es hat jetzt in den letzten Wochen, Monaten 26 Suizide geben. 26 Suizide im Verlauf von ein paar Wochen. Okay, so. Leid, also die Opfer sind zwischen 14 und 84 Jahre. Zuletzt haben sich fünf Frauen, man muss sich denken, fünf Frauen vor einem Zug geschmissen. Also von 26 Opfern haben sich jetzt diese fünf Frauen vor einen Zug geschmissen. Wenn das stimmt, wie recherchiert hat, Anna hat sich erhängt und über die anderen habe ich nichts herausgefunden. Jedenfalls, es waren 26 Selbstmorde, es war sehr, sehr mysteriös. Okay, ich habe jetzt einen Freund in Salzburg, der die Geschichte natürlich gekonnt hat. Ich habe diesen Freund angerufen und er hat mir gesagt, dass es in dieser Gegend schon seit Jahrzehnten Gerüchte gibt, dass es drüben einen Satanskult geben soll. Über diesen Satanskult ist wirklich nicht viel bekannt. Es ist halt, was soll ich sagen, es ist nicht viel bekannt. Es ist halt einfach ein Satanskult, der Satan oder irgendeinen Götzen anbeten. Und ja, es ist wirklich sehr mysteriös. Schreibt mal eure Meinung dazu eine. Weil es ist wirklich sehr, sehr traurig. Man muss sich einmal denken, fünf Frauen schmeißen sich vor einen Zug. Was hat das für psychologische Gründe? Die Opfer sind zwischen 14 und 84 Jahre alt. Hängt das vielleicht mit diesem Satanskult zusammen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Mein Freund hat gesagt, es gibt starke Gerüchte, dass dieser Satanskult auch so eine komischen Rituale macht. Wie soll man das sagen? Nicht Voodoo, was das so schamanische Hexenrituale und so weiter. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, dass diese Selbstmordserie sehr, sehr mysteriös ist, weil man, es ist okay, man, okay, es, ich kann es noch verstehen, was ich zwar drei Leute umbringen, aber 26 ist wirklich ein bisschen wirklich, da passt was nicht, da passt was nicht. Weil es kann einmal ein Mensch wirklich eine Depression haben oder durch Armut oder durch einen schweren Schicksalsschlag kann der, wie soll ich sagen, ja, die Fassung verlieren und sich denken, ich scheiße auf mein Leben, ich möchte mich umbringen und bringt sich um. Aber 26 Leute ist wirklich schon irre. Okay, das war's einmal heute mit dem ersten Video. Ich bin gerade da bei meinem Bruder, wenn man jetzt aufsteht, ich werde das nächste Video am PC machen, dass ich euch auch Bilder einschneiden kann und ein bisschen das Ganze mit Hintergrundmusik unterlege und wird sehen, die Videos werden jetzt immer besser werden. Peace, ich bin raus.